Kultur war das mit den deutschen Literatur gewesen. Ich war damals noch 12 Jahre alt gewesen, als ich erstes Mal Literatur von Hermann Hesse gelesen habe. Das war eigentlich ein Pflichtfach einer Schule gewesen. Und diese Literatur von ihm hat meinen Herzen getroffen, wie die Leidenschaft von Hauptrolle beschrieben ist, ohne das seine Gefühl zu verlegen. Und ich interessierte mich an der Werke von Hermann Hesse und ich habe versucht, weiterzulesen. Und dann habe ich daraus gefunden, dass die Natur oder Landschaft, was ich noch nie in meiner Japan Heimat gesehen habe, da dachte ich, dass ich irgendwann mal nach Deutschland gehen muss. Brahms Musik ist für mich unfassbar tief, was es aus seelischer Quelle kommt. Seine Musik ist oft leidenschaftlich, aber auch ganz optimistisch, was für mich Trost und Freude gibt. Ich wohnte auch in der Stadt Hamburg, wo Brahms selber geboren ist und auch einen Teil seines Lebens verbracht hat. Aber er vertraute mich nicht, für die Publikum zu spielen. Das heißt nicht, dass ich nun genug tief und reif für Brahms Musik geworden bin, aber ich habe nur Möglichkeit bekommen, mit Brahms Musik zu wachsen.